Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Seit heute ist Titan Silvaro draußen und da beißen sich die meisten oder viele Leute die Zähne dran aus, ich auch. Ich habe jetzt aber eine Taktik entwickelt, womit ich ihn eigentlich zu 100% immer knacke. Ganz wichtig ist, ihr braucht Verhöhner, weil sobald der dein Schild macht, macht der Schwerttanz. Das müsst ihr auf jeden Fall verhindern. Sobald er einen Schwerttanz draußen hat, killt der Miraidon immer jede Runde Two-Hit. Also ganz wichtig, dass wir da auf jeden Fall ein Verhöhner raushauen. Ich fange an mit zweimal Metallsound am Anfang. Metallsound braucht ihr also auch. Wenn ihr kein Pokémon wie ich hier das Tauros dabei habt, was Bedroher hat, dann wäre auch Reflektor ganz wichtig. Reflektor habe ich auch mit. Aber hier jetzt erstmal zweimal Metallsound drauf. Das macht nichts, das setzt nur unseren Status zurück. Downreigen macht uns auch nichts. Nochmal Metallsound. Und dann ganz wichtig, Parabolladung anstatt Blitztour. Weil Parabolladung viel, viel mehr heilt als Blitztour mit Muschelglocke. Einmal Parabolladung. Und jetzt ganz wichtig, den Verhöhner rauszuhauen, bevor er sein Schild macht. Jetzt ganz schnell Verhöhner. Damit er halt nicht den Schwertanz machen kann. Und jetzt ist eigentlich nur noch mit dem Metronom-Item und Parabolladung die ganze Zeit draufhauen, Terra kristallisieren und weiter Parabolladung machen. Ihr könnt natürlich auch, sobald er sein Schild hat, auch nochmal Reflektor drücken. Da macht er nochmal weniger Schaden. Aber das sollte eigentlich jetzt hier so reichen. Sobald ihr Terra kristallisiert seid, macht ihr auch genug Schaden, um mich immer wieder hochzuheilen gegen seinen Schaden. Wichtig ist halt wirklich nur, dass er den Schwerttanz verhindert. Der darf auf gar keinen Fall einen Schwerttanz machen. Weil er sonst wirklich, er macht euch immer Two-Hit. Ich habe es jetzt mehrfach, also wirklich mehrfach versucht. Ich sitze seit einer Stunde an dem Kack-Raid, vorher mit Blitztour versucht, alles wirklich. Das ist bisher die einzige Taktik, die jedes Mal funktioniert. Ich setze seine Verteidigung zurück, genau deswegen auch nur einmal Metallsound, weil es bringt nicht so viel. Er kann sein Schwerttanz nicht einsetzen, perfekt. Einmal Parabolladung und dann nächste Runde Terra kristallisieren. War sogar ein Volltreffer, ein bisschen lucky. Aber tut auch nichts zur Sache. Also er macht schon auch immer gut Schaden. Man könnte halt echt überlegen, jetzt einmal Reflektor rauszuhauen. Ach, er macht auch noch einen Volltreffer. Das ist natürlich unlucky. Sollte aber nichts machen. Sobald ich jetzt Terra bin, heile ich mich komplett hoch. Dann haltet euch um 200 KP. Er hat keinen Schwerttanz raus und macht da nicht genug Schaden, um euch zu killen. Also ihr heilt euch mehr, als dass er euch Schaden zufügt. Das Einzige, was halt noch passieren kann, ist ein lucky Volltreffer. Da kann man dann tatsächlich nichts machen. Gucken wir mal, ob er einen Lucky Volltreffer macht mit Laubklinge. Wie gesagt, dafür wäre dann der Reflektor ganz gut, ne? Ja, mit Metronom wird Parabolladung jede Runde ein bisschen stärker. Das heißt, jede Runde ein bisschen mehr Schaden. Das ist auch ganz gut. Fußkick. Fußkick ist mal gut. Fußkick hat keine erhöhte Volltrefferrate. Parabolladung raus. Zack, wieder schön full heilen. Perfekt. Die Werte sind übrigens komplett auf Spezialangriff, Verteidigung und KP. Sehr gut, kein Volltreffer. Das ist immer gut. Volltreffer wollen wir auf gar keinen Fall. So, ab der fünften Runde ist auch der Metronom auf Maximum. Dann habt ihr 100 Angriff zusätzlich. Und full geheilt. Also jetzt... Jetzt würde man sogar auch einen Volltreffer aushalten, seht ihr ja, ne? Er macht jetzt auch keinen Schwerttanz mehr, er macht wirklich nur einmal Schwerttanz, wenn er den Schild holt. Und den müsst ihr auf jeden Fall verhindern mit Verhöhner. Und dann danach einfach eine Parabolladung. Also was soll ich euch jetzt noch erzählen? Jetzt ist es eigentlich nicht mehr so spannend. Der Anfang ist halt das, was entscheidend ist. Einmal Metallsound, einmal Parabolladung, einmal Verhöhner, ist ganz wichtig. Weiter Parabolladung. Ihr habt auch genug. 20 müsst ihr also keine AP Plus draufpacken. Zack.
Ihr könnt, müsst auch nicht unbedingt Metronom machen. Ich überlege gerade, wäre noch was anderes sinnvoll? Vielleicht ein Lebenorb? I don't know. Um ein bisschen mehr Schaden zu machen, aber Metronom auf lange Sicht macht mehr Schaden. Aber ich würde auf jeden Fall auf Metronom gehen, weil Paraboladung plus Metronom ist schon sehr gut. So, und jetzt müsste noch ein Angriff sein, dann habt ihr ihn. Dauert relativ lang. Ich weiß auch nicht, wieso er so viel Verteidigung hat. Macht meiner Ansicht nach nicht so viel Sinn. Wenn man das vergleicht so mit Glurak und Libalo und Quaschutze, was wir so hatten, hat er irgendwie mehr Verteidigung, habe ich das Gefühl. Da war der Volltreffer. Darf halt nur kein Doppelvolltreffer kommen. Das wäre natürlich böse. Würde aber jetzt auch nichts mehr machen. Und jetzt sollte er eigentlich gefallen sein. Ah, ein bisschen hat er noch. 1 KP. Ja, aber das ist die Taktik, Leute. Ich hoffe, die funktioniert für euch auch. Wenn ihr es nicht schafft, kommt gerne im Stream vorbei. Unten ist der Link zu Twitch. Ich bin heute bis 17 Uhr live und mache den ganzen Tag Silvaro Raids mit der Community. Ich denke, sobald man zu 2, zu 3, zu 4, ist es auch sehr viel einfacher. Silvaro fange ich noch in dem Nestball. Komm, der passt doch super. Und noch ein paar Worte. Titan Raids sind natürlich Shiny Locked, also ihr könnt kein Shiny bekommen. Könnt ihr aber mit Eiern euch züchten. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, würde mich selber ein Like freuen, Leute. Lasst gerne Follow auf den Kanal da, um nichts zu verpassen, auch für die nächsten Raids, die kommen. Und mich würde sehr interessieren, wie ihr am Struggeln seid in den Kommentaren. Lasst euren 30... Ist das nicht mehr als sonst? 30 Flugterra-Stücke? Ein Pflaster? Das ist, was man bekommt. Ja, lasst euren Frust mal gerne unter den Kommentaren raus. Haut den Like-Button hoch und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ein Wort noch, ganz kurz. Karmesin-Spieler. Ich habe keine Ahnung, wie ihr den besiegen sollt. Kommt in den Stream. Karmesin, keine Ahnung. Ich habe es mit mehreren Elektro-Pokémon versucht. Es tut mir leid, da kann ich euch leider nicht helfen. Ich habe es nur mit Miraidon bisher geschafft. Tut mir leid. Da gerne mal einfach zu uns in den Stream kommen. Wir helfen euch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.